everybody wanna be friends now, but not everybody been with me. Started with a couple hundred plays now, but not everybody saw this me. I seen it coming, it was all or nothing. I knew the future gonna give me something. I put in the time, put in the work on my rhyme. Knew all along I was shine, I'm on now. Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute habe ich mal das FAQ-Video, also wo ich eure Fragen jetzt beantworten werde. Aber bevor wir damit anfangen, muss ich mich noch bei Limado und bei der Vanni bedanken. Beim Limado, er hat 99 Cent in der letzten Premiere rausgehauen. Das war das Video mit Rainbow Six Siege und die Vanni hat das auch gemacht. Die hat auch 1 Euro insgesamt rausgehauen. Und ja, Kuss geht raus an euch beiden. Wirklich vielen, vielen Dank. Eure Punkte sind auch schon gut geschrieben. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich würde jetzt aber erstmal sagen, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Dann hätten wir die erste Frage, die kommt von Freezy und er schreibt, darf ich das Video beginnen? Freezy, du hast das Video somit begonnen. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Die nächste Frage kommt ja auch schon von unserem Dino. Wir kennen ihn doch alle und er schreibt, vermisst du die alten Zeiten, aka unsere YouTube-OG-Zeit? Da kann ich nur sagen, oh ja, Dino, das vermisse ich wirklich sehr. Dino, da müssen wir wirklich mal wieder zusammen streamen, müssen wir mal wieder machen. Lass dann einfach mal schreiben, du weißt Bescheid. Dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, kommen wir zu der nächsten Frage. Die nächste Frage kommt von Mirko und er schreibt, was ist deine Lieblings-Level-Up-Sorte? Da kann ich nur sagen, ganz klar Galaxy, daher, dass ich bisher jetzt nur Galaxy und Jungle Juice getrunken habe. Ich muss aber sagen, Galaxy schmeckt viel, viel besser. Das finde ich wirklich am leckersten. Ist aber bei jedem ist das anders, jeder muss das für sich selber entscheiden. Aber ja, ich habe bis jetzt nur Galaxy und Jungle Juice getrunken, aber ich finde die Galaxy-Sorte am besten. Dann würde ich jetzt aber auch sagen, kommen wir dann auch wieder zu der nächsten Frage. Die nächste Frage kommt von unserem Superlin Maskulin Osan und er schreibt, wo bleibt der weiße Chirurgenhandschuh-Emote? Ja, Osan, das ist richtig, richtig alt, daran können sich nur die richtigen OGs erinnern. Du weißt Bescheid, weiße Chirurgenhandschuhe. Ja, muss ich auf jeden Fall mal gucken. Muss ich mal gucken, ich habe da auch auf jeden Fall auch schon was erstellt, aber ich muss noch gucken, wie ich das dann wirklich umsetze. Und ja, das wäre es dann von DJ Rosan seiner Frage gewesen. Da würde ich sagen, machen wir mal weiter. Die nächste Frage kommt vom Joel aka Armin Junior und er fragt, ob ich schon mal geraged bin. Dazu kann ich sagen, ja, das stimmt. Ich bin schon oft geraged in manchen Spielen, zum Beispiel in Rainbow Six Siege. Ich sterbe immer in Rainbow, ich bin sehr schlecht in Rainbow. Das ist kein großes Geheimnis. Und ja, ich habe auch schon den ein oder anderen Controller wegen COD oder so mal fliegen lassen. Ja, das ist auf jeden Fall mal passiert. Und ja, ich würde dann jetzt aber sagen, ich hoffe, deine Frage ist soweit dann beantwortet. Dann kommen wir jetzt auch zu der nächsten Frage. Die nächste Frage ist ja auch schon vom KissMyOrbi und er fragt, ist der Mute Level Up süchtig? Ich wundere mich gar nicht, warum dieser Kommentar 4 Likes hat. Und ja, ich war mal ein bisschen Level Up süchtig, ich könnte das jeden Tag eigentlich trinken, aber ich mache jetzt mal eine Pause. Ich bin jetzt gut dabei, jetzt nur diese Woche. Und dann war es das auch schon. Ich mache das jetzt insgesamt seit 4 Tagen, mache ich davon Pause, weil ich habe echt zu viel davon getrunken. Und ja, ich hoffe, deine Frage ist somit auch beantwortet. Dann machen wir auch nun weiter. Die nächste Frage ist hier auch schon vom Tristan Jack und er schreibt, was ist dein Lieblings-GTA-Charakter? Ich denke, damit meinst du den Story-Modus und da kann ich nur sagen, Trevor. Ich mag Trevor allgemein als Person, wie der drauf ist. Ist zwar ein bisschen crazy und verrückt, aber ich finde ihn einfach gut, kann man machen und ja, ich hoffe, deine Frage ist somit dann auch beantwortet, dann machen wir einfach mal weiter. Die nächste Frage ist ja auch schon vom R6 und er schreibt, wie haben wir uns nochmal kennengelernt? R6, das war bei WFG, also bei WFG World's Finest Gamer, bei Mark im Stream. Da hatten wir irgendwie aus was für einem Grund auch immer eine Auseinandersetzung. Da hatten wir uns ein bisschen in der Wolle, hatten ein bisschen Beef. Dann hatte ich die auf den Kanalblock gedrückt und irgendwann haben wir uns wieder vertragen und jetzt, ja, so haben wir uns dann kennengelernt. So genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Aber so ungefähr war das. Und ja, ich würde jetzt erstmal sagen, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Die nächste Frage ist ja auch schon von der Vanni und sie schreibt, wann hast du mit dem Zocken angefangen und was war dein erstes Game? Also, wann ich zum ersten Mal mit dem Zocken angefangen habe, das war vor ein paar Jahren, vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so. Und das war auf jeden Fall auf der Wii mit, was war das denn, mit irgendwelchen Spielen. Meine Wii war auch damals noch gejailbreakt. Und ja, da hatte ich dann tausende Games drauf und das war auf jeden Fall so meine erste Spielkonsole und ich habe da echt viele Spiele immer drauf gespielt. Hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht
und ich würde das auch heute eigentlich noch machen. Und ja, ich würde jetzt sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage ist ja auch schon von Maxi und er fragt, wie bist du auf YouTube gekommen? Ich bin auf YouTube gekommen, weil ein Kollege das gemacht hatte. Er hatte einen Kanal aufgemacht und dann standen wir am Los Santos Custom in GTA natürlich und haben dann da einfach ein bisschen Scheiße gebaut mit einem Festivalbus, das weiß ich noch ganz genau, und auch irgendein Fahrzeug, wir hatten dann TT gemacht. Ich habe mir dann einfach mal gedacht, komm, streamst du mal? Und ja, und das war dann auch so mein erster Livestream mit anderen Leuten. Ich hatte davor auch auf YouTube gestreamt, aber das war nur im Story-Modus. Und ja, er hat mich auf jeden Fall dazu inspiriert, dass ich jetzt das mache, was ich jetzt auch gerade mache. Und ja, ich hoffe, deine Frage ist somit auch beantwortet. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage ist ja auch schon vom Yusuf Erikli. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Und er fragt, machst du YouTube hauptberuflich? Da kann ich sagen, nein, mache ich nicht. Ich gehe auch noch zur Schule, mache auch aktuell noch mein Praktikum. Deswegen, ich mache sowas nicht hauptberuflich und habe auch nicht vor, das wirklich als mein Beruf zu machen. Ich weiß, das kann man machen, aber ich denke, dass ich das nur so als Hobby nebenbei machen werde. Und ja, ich hoffe, deine Frage ist auch hiermit beantwortet. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Die nächste Frage kommt vom Chero Nape. Ich hoffe, das ist soweit richtig ausgesprochen. Ich denke aber mal schauen. Und er fragt, aus welchem Land kommst du? Da kann ich sagen, ich komme aus Deutschland. Und ja, das wäre es dann von dieser Frage. Ziemlich kurz. Aber egal, dann machen wir mal mit der nächsten Frage weiter. Die nächste Frage ist ja dann auch nochmal vom Yasser. Und er fragt, findest du, dass es noch Bock macht, auf der PS4 zu zocken? Oder würdest du auch auf den anderen Plattformen rübergehen? PC oder Xbox etc. Ich kann dazu sagen, mir macht es noch persönlich viel Spaß, auf der PS4 zu zocken, aber ich zocke auch hin und wieder mal GTA oder irgendwelche anderen Spiele auf meinem PC. Und ja, ich mache das zwar jetzt nicht ziemlich oft, ich spiele meistens nur auf der PS4, aber ich spiele halt auf dem PC. Zur Xbox würde ich aber persönlich nicht hingehen, weil ich nicht so ein Fan von dieser Konsole bin. Vielleicht ist sie zwar ziemlich gut oder vielleicht ist sie auch besser als die PS5 oder die PS4, ist mir egal, aber ich bleibe meiner PS4 treu. Die nächste Frage ist hier dann auch schon von Pascal Waldmann und er fragt, was ist dein Lieblingsessen? Kekse zählen nicht. Ja, wenn Kekse nicht zählen, dann würde ich einfach mal den Döner nehmen, ganz spontan. Und ja, Döner esse ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und ja, ich hoffe, somit ist seine Frage dann auch beantwortet. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, kommen wir zu der nächsten Frage. Die nächste Frage ist ja auch schon vom T8 Finn und er fragt, hast du einen Stimmverzerrer? Und da kann ich ganz klar sagen, nein, ich brauche sowas nicht, ich benutze sowas nicht und ich werde mir auch, denke ich, niemals sowas holen. Ist auf jeden Fall mal eine ziemlich andere Frage, finde ich auf jeden Fall ziemlich nice. Ich würde jetzt sagen, kommen wir auch schon zu der nächsten Frage. Die nächste Frage ist ja auch schon vom Yasser Safi und er fragt, was war dein erster GTA-Glitch, den du gemacht hast? Da kann ich auf jeden Fall sagen, das war der Glitch von Mark oder vom WFG World's Finest Gamer. Da musste man in einen Hangar fahren und dann hat man da die ganze Zeit $1000 bekommen. Jede 1-2 Sekunden hat man das gemacht. Und ja, irgendwann hatte ich dann irgendwas mit 28 oder 30 Millionen Dollar. Und dann wurde ich auch schon gemoneywiped. War auf jeden Fall ziemlich schade, aber das war mein erster richtiger Money-Glitch. Würde man halt Outfit-Glitches weglassen. Ja, ich würde sagen, kommen wir dann auch nun zu der nächsten Frage. Die nächste Frage kommt ja auch schon vom Leon Wallon und er fragt, kannst du mal Eric Cartman imitieren? Daher, dass das hier ein Video ist, kann ich das hier im Video nicht machen, aber ich kann das mal gerne on stream versuchen, weil hier jetzt im Video bräuchte ich mehrere Versuche und das würde viel zu lange dauern und ja, ich kann das gerne privat in Partys machen, weißt Bescheid, aber im Video sowas mache ich dann nicht. Ich hoffe, somit ist deine Frage beantwortet und dann kommen wir jetzt auch schon zu der nächsten Frage für das heutige Video. Machen wir dann nun weiter mit dem Hallo Hallo. Er fragt, was sind deine drei Favorite Games? Da kann ich sagen GTA, Rainbow Six Siege und als drittes Game würde ich dann einfach mal COD, also BO3 einfach mal nehmen. Ich finde, das bockt hin und wieder. Ich bin zwar richtig schlecht im BO3, aber ja, das wäre es dann von deiner Frage gewesen. Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zur letzten Frage für das heutige Video.
Die nächste und letzte Frage ist ja auch schon vom Mesoedo und er fragt, darf ich das Video starten und beenden? Daher, dass wir das mit dem Video starten schon hatten, darfst du das Video jetzt auch schon beenden. Yo, das war's dann jetzt von diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Der Mesoedo hat das Video jetzt auch beendet. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video halt gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch mit einem Like und einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Würde mich auch sehr gut supporten. Kuss geht raus an jeden, der das macht. Und ja, ich würde jetzt erstmal sagen, hoffe ich, dass von jedem die Frage jetzt erst einmal beantwortet ist. Wir sehen uns am nächsten Video wieder. Bleibt gesund und ciao. Hey, ihr wollt in den Streams auch mal dabei sein? Dann kommt auf den Discord-Server von Newt. Ihr könnt mit anderen Mitgliedern schreiben, in den Sprachchannels Spaß haben und könnt auch mega krasse Emotes benutzen. Wenn ihr kommen wollt, dann gebt einfach Ausrufezeichen Discord in den Stream-Chat ein oder guckt in die Videobeschreibung. Viel Spaß noch am Stream und im Discord. Awesome.